Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Live Klarkrieg hier mit mir, dem Toto. Ich hoffe, ihr habt den Feiertag und den nächsten Feiertag, nee, nicht den nächsten Tag, sondern den nächsten Tag doch gut überlebt und freut auch schon auf Wochenende, denn am Wochenende streamen wir wieder auf bleibenden Plattformen, also Twitch TV und auch YouTube. Und ich freue mich auf jeden Fall, denn auf beiden Plattformen, muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz gern zu Hause. Wobei ich als Streamer, da könnt ihr ruhig mal Mittwoch so ein bisschen in die Streams kommen unter Twitch TV, ist mir das so ein bisschen lieber. Die Plattform hier, YouTube, das ist eine Videoplattform für Tagesvideos, so wie ihr es jetzt seht. Und das, was wir eigentlich machen wollen heute, ja, ich denke mal Road, ja, weiß ich nicht, Road Champion 1, keine Ahnung, ob die Soßen so weit gehen. Aber wir gucken hier jetzt schon mal live dem Juli zu. Ich habe jetzt auch eben zwei Leute eigentlich im Discord abgewürgt. Das ist auch nicht meine Art. Aber wenn dann manchmal so ein paar Sachen ganz, ganz eng kommen, dann ne, kommt das halt mal so rein. Also gucken wir mal, wie sich der Juli hier schlägt. Was hat er da gehabt? Ein Elektrone, glaube ich. Ne? Kann das sein? Aber nicht ganz mit Elektrodrachen. Aber schon mal diese ganze Ecke hier rausgenommen. Jetzt gucken wir mal, ob seine Helden das packen. Das wäre natürlich super. Und der King ist am Rathaus, Queen ist am Rathaus, noch voll zündbar. King hat er schon gezündet, Queen jetzt gezündet. Und uiuiui, der Juli hier geht voll auf drei Sterne. Alter Falter, aber 55%, habt ihr das gesehen, mit den wenigen Truppen, 55% hier schon mal reingeballert. Das ist richtig, richtig krass, kann ich euch sagen. Und jetzt hat dann Warden schon gezündet, einmal einen Heilzauber hier für die Loons. Die fliegen jetzt sicherlich, ja, hoffentlich fliegt da jetzt noch ein Teil rein. Ja, da fliegt noch ein Teil rein. Das ist super. Ein Heilzauber hat er noch. Und Leute, ich glaube, mein Video fängt mal in der Liga mit einem 3-Stern an. Alter Falter, guckt euch den Elektrodrachen da oben an. Der ist noch pickepacke voll. Hier unten das Kill-Squad, 40 Sekunden Zeit. Donnerwetter. Das ich weiß nicht, wie lange die das jetzt gerade geplant hat. Da ist noch ein Hund. Da ist sogar noch ein Lava-Hund. Alter Falter. 100% hier. Ach, aber es war heute schon so close. So sage ich das oftmals im Englischen. Und wir gucken uns mal noch zwei echt nette Angriffe an. Und ich hätte fast gesagt, wir haben es auch ein bisschen verdient, mal so ein bisschen Richtung Champion 1 zu gehen. Nummer 6 auf Nummer 1. Wir schauen mal, was der Abt hier gemacht hat. Der Abt, er ist ja bei uns bei den Herausforderungen mit Miss Marple dabei. Also kuriose Namen, seine ganzen Accounts. Und aber mal gucken, jetzt nach dem 3-Sterner. Ich bin echt mal gespannt, beziehungsweise mal, ich bin überhaupt gespannt, wie es so ein bisschen weitergeht. Ob wir Richtung Champion reinrutschen. Ich glaube, wir haben noch unsere Liga hier noch nie so gut begonnen wie in dieser Liga hier. Also in der Season hier jetzt im Mai. Ah, mal sehen. Mal sehen, wie er sich hier durchschlägt. Übrigens unter euren Kommentaren, ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen beantwortet, steht immer mal wieder Toto Streams Samstag live. Ja, Samstag, wie gesagt, YouTube, Twitch. Mittwochs only Twitch. Montags habe ich im Plan. Ist sicherlich nicht regelmäßig, aber mäßig. Und je nachdem, wie ich da Zeit vor allen Dingen, wie ich da Zeit habe, so muss ich sagen, denn anders geht's nicht. Aber mal sehen, die beiden Tage stehen in jedem Fall, Samstags und Mittwochs. Mittwochs dann halt nur halt auf der anderen Plattform. Kommt ruhig mal vorbei, guckt euch das Ganze an, ist ganz chillig. Und wir machen immer so ein paar lustige Sachen auch manchmal. Denn so ein Livestream ist doch schon ein bisschen, glaube ich, was anderes als die Tagesfolgen hier. Du hast ein bestimmtes Motto hier und der Abt hier hatte das Motto Packer Smash. Okay, mal sehen. Mal gucken, wie weit er hier gekommen ist mit dem Packer Smash jetzt. Also der Gegner hatte immer hier so gerade um die Inferno-Türme. Ah, schade. Der eigentlich war der Fries, haben wir auch später festgestellt, unnötig, weil der Magierturm sowieso gerade auf der Queen war und nicht irgendwo auf den Fledermäusen. Und jetzt steht er zu weit innen. Jetzt steht er einfach zu weit innen. Der Päcker stirbt jetzt leider und jetzt geht natürlich im Single Inferno eine Truppe nach der nächsten raus. Queen kann allerdings noch zünden, die macht jetzt erst noch eine Mauer. Kommt da auch noch durch. So ein paar Bogenschützen haben da noch das Mauerstück gerade anvisiert. Naja, aber da kommt keiner mehr ran. Es ist einfach so, da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst, wenn du nichts mehr im Backend hast. Und trotzdem
sind das hier noch echt nette Prozente geworden. Hätte man gar nicht so gedacht, aber der Inferno-Turm schießt jetzt nicht mehr. Und dementsprechend können die hier außen abräumen, aber es war dann doch ein Zeitproblem. Aber trotzdem, 94% ist schon richtig nett. Aber ich habe noch so ein Ding für euch. Und das Ding kommt von Frankie. Frankie vom Clan, vom Clan gnadenlos. Ausgeliehen nach wie vor. Die Auslöse oder die Ablösesumme ist immens. Wir wissen auch noch nicht, wie wir das auftreiben. Aber er hilft uns hier auf jeden Fall super in den CKs. Kann man nicht anders sagen. Ist ein toller Angreifer. Toller Planer auch. Ich kenne ihn jetzt schon ein bisschen länger aus einer Line-Gruppe. Und ist ganz, ganz netter Typ. Ich habe ihn auch schon öfter mal im Discord gehabt hier. Aber mal schauen, wie er das hier gelöst hat. Mit Slammer voran. Queen mit... Was hat er hier hinten eigentlich? Eigentlich alle Truppen, hätte ich mal fast so gesagt. Alle Truppen gegen diese Base hier. Und dann geht das hier über die Ecke so ein bisschen rein. Und im Backhand jetzt diesmal keine Fledermäuse oder sonst was, sondern normale Zauber. Ja, manchmal entschließt man sich auch dazu, dass man sich sagt, ich gehe trotzdem über die Rathausseite und der Rest ist vielleicht nicht ganz so gut verteidigt hier. Ich meine vor allen Dingen, okay. Die Mauern sei mal dahingestellt, aber mit Pekka durch eine Mauer, das kommt auch immer ganz drauf an, wenn du deine Mauern maxed hast als Rathaus 12er, dann braucht der Pekka schon mal einen Schlag mehr, um durch diese Mauer zu kommen. Aber so sind die weich wie Butter hier für solche Truppen hier. Ich sage ja mal gerne, werden übersprungen, werden überflogen oder unterbuddelt, aber hier sind sie einfach mal durchgesleckt worden, kann man nicht anders sagen. Also wirklich, guckt euch das an, wie der Queen hier geht, wie der King hier geht. Und es sind immer noch Heiler am Leben. Das ist sehr, sehr cool. Heiler, unheimlich starke Truppe zurzeit. Wirklich unheimlich starke Truppe. Wenn die so einen Angriff hier weit, weit mit in diese Bases reingehen und immer mal wieder eine Truppe heilen können, dann ist das so, so OP. Denn gerade so ein Pekka, ich meine, hier lebt jetzt gerade kein Heiler mehr, aber gerade wenn so Heiler auf Pekka-Darm sind, Alter, da geht nicht viel, also was jetzt an Schaden geht, da geht nämlich gar nichts, denn die halten die Pekka-Darm hier immer wieder hoch und das ist richtig krass, richtig, richtig krass. Jetzt haben wir hier zwar kein Heiler, aber ihr seht das selber, die Pekka sind hier noch in der Wardenaura, haben jetzt noch so ein bisschen Beschuss auf der Seite, hier hinten geht auch noch eine Dame rum. Und auch die ist noch, ihr seht, das könnt ihr jetzt mal beobachten, wie viele Trefferpunkte die haben, wie lange es dauert, bis das Ding hier unten ist, also diese Blechtonne. Holla die Waldfee, muss ich mal so sagen. Bogenschützenturm und hier kommt ja jetzt noch so ein bisschen Defensive, aber auch nicht mehr wirklich viel. Ja, das hätte hier eigentlich überhaupt keinen mehr gestört, hier hinten hat es auch keinen mehr gestört, aber die beiden kümmern sich eher um das Lager, gehen jetzt hier in die Mitte rein, beziehungsweise müssen jetzt nochmal durch eine Mauer, aber jetzt schaut mal, das sind zwei Päcker, ich würde fast sagen ein Schlag oder zwei, es sind doch schon drei, okay, aber mit höheren Mauern, na jetzt sind es schon fast vier, mit höheren Mauern sind das noch mehr Schläge und hier unten ist nichts mehr am Leben. Woran hat es gelegen? Ja, das frage ich mich auch. Woran hat es gelegen? Es hat an der Zeit gelegen. Schade auch. So ein bisschen mehr Cleanup, aber ich will dem mal heute nichts abtun. Ich will jetzt mal live angreifen. Ich habe noch nie einen Live-Angriff gemacht in einem meiner Videos. Das mache ich jetzt heute mal mit meinem Rathaus 12. Wir haben uns im Discord abgesprochen, welche Bases mache und dann switche ich jetzt mal eben auf das Tablet und dann mache ich einen Rathaus 12-Angriff mit Killerblick natürlich live. Okay, wir sind hier auf dem Tablet. Ich habe meinen Killerblick schon aufgesetzt und ich würde sagen, wir gehen auch sofort live hier rein. Lass mich gerade nochmal überlegen, habe ich alle Truppen eigentlich beisammen? Ich habe, glaube ich, alle Truppen beisammen. Wir haben diesen Angriff abgesprochen. Ich mache jetzt einen Angriff auf die Nummer 5, glaube ich, ist es. Ich muss mal gerade schauen, wo mich der Juli eingeteilt hat. Ja, Nummer 5, die machen wir jetzt und go. Ja, okay. Dann haue ich mal in den Sack rein. Wir haben das Ganze eben einmal durchgesprochen. Und 877, Haken, Luft, passt. Ich habe alles dabei. Und ich muss jetzt eben nur meine Clanburg einmal wechseln. Ich glaube, so war das. So, wir wollten hier unten mit dem Pekka anfangen. Ne? Wir wollten mit dem Pekka hier unten auf der Ecke anfangen. Ah, der geht natürlich nicht dahin, wo man es erwartet hat. Er geht jetzt doch hoch, aber macht nichts, glaube ich. Ist nicht so schlimm. Ja. Ist halt so. Ist halt so, auch der Tesla stört uns da nicht wirklich. Was? Der stört doch nicht. Alles gut. Nein, alles gut. Das stört doch erstmal nichts.
Okay. Nee, King im und Prinzip Queen immer noch. sind jetzt dabei. Ja, mal sehen. Den Bogey setze ich mal irgendwo. Ich glaube, den lasse ich mal da mitlaufen, sonst stirbt er sowieso. Da haben wir jetzt das dicke Lager schon mal weg und wir haben ja gesagt, wir machen auf das Goldlager, glaube ich, den Wut. Wutzauber, ne? Du könntest mit einem Loon den Tesla sniben, dass die Drachen gleich nahe gehen, weil sonst wären die. Also meine Meinung. Meinst du? Ich weiß nicht, was Julian sagt. Jojo, mach das. Ja, ich mach mal. Alles klar. Zick, zack, So, bumm. Bestellung. das müsste eigentlich so ein bisschen der Funnel sein. Und jetzt gucken wir mal, hier haben wir gesagt, hauen wir einen richtigen dicken Wut rein, glaube ich. Ich habe ja ein Das bisschen alles vorher Sorge, weggebaut. ich hatte so ein bisschen Sorge, dass dass der eine Feger sich doch dreht, aber macht er gar nicht. Macht er gar nicht. Macht er Morden, gar Alter. nicht. Alter Morden, Falter, Morden, komm, Morden, komm, 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 Morden. komm, komm. Jawohl, das machen wir mal so. Und die schicken wir jetzt hier mal auf die Reise, glaube ich. Die böse Queen müsste da jetzt eigentlich auch gleich weggehen. Gut, 2 Sterne haben wir auf jeden Fall schon mal im Sack. Aber da Gut. hinten ist ein Feger. Ich habe noch 2 Fries. Ja, warte mal, warte mal. Ja, ich warte mal ein bisschen. Jo. Jo, 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 jo. Na, die blöde Igel, ne, der fällt mit der Krippe. Ja, schade, 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 das Ja. stimmt. Das stimmt, dann friesen wir den mal. Dann kriegen wir noch ein paar Prozent mehr. Jo, passt, wir sind über 70, also. Jupp. Da schwarze Mähne nehmen noch den Lohns weg. Ja. Freeze Freeze. atmen, Ja, ja. ich hab den noch einmal genommen. Dann haben wir hier unten noch mal 2 Lager. Ich glaube, viel mehr wären es nicht. Aber der Warden hat voll überlebt. Geil. Sonst krepiert er mir immer am Anfang. Da fliegt er in irgendeine Mine rein, wo alle anderen nicht reingeflogen sind. Und, oh, 82 Donnerwetter, das ist auch für mich so in der Liga hier schon richtig viele Prozente. Alter, ein One-Star auf mich. Ich glaub's nicht. Ja, gehe ich gleich mal drauf ein. Das, was ihr jetzt gerade nicht wusstet, ich nehme das gerade auf und das kommt morgen, ne? Ja, sonst hätte Ja, aber vielen Dank für die Unterstützung. ja, gerne, Ich gerne. stelle euch jetzt wieder stumm und oh, obwohl, wir können das noch live reinbringen. Hier, warte mal. Ich bin ja sowieso noch gerade am Aufnehmen, dann wird das mal ein bisschen witziger. Hätte ich mal fast so gesagt. Oh. Oh, jo, okay. Ja, Ei, genau. noch ein Einstern. Alter Ja. Falter. Ah, das nenne ich mal einen gelungenen Ligastart, würde ich sagen. Ja, am Anfang sah es nicht danach aus. Aber so mal gar nicht, ne? Okay, danke Leute, bis später. Ja, Jo, gerne, bis ciao. später. Super, ihr beiden. Ja, und ihr habt das ja gehört, ich war mit den beiden jetzt in Discord, vielleicht waren sie auch ein bisschen leise. Aber wir haben, jetzt muss ich das mal eben leiser stellen, ja, wir haben eigentlich schlecht in diese Liga, wir haben schlecht in die Liga gestartet. Das könnt ihr euch anschauen, denn in den War Events, ihr seht das hier unten, hat der Backfisch gleich 3 kassiert. Und wenn du sofort 3 kassierst, so in der ersten halben Stunde vom Gegner, dann zieht einen das so ein bisschen down. Vor allen Dingen, wenn du ja Ziele hast nach oben. Und aber die Ziele verfolgen wir weiterhin. Ich glaube, so viele Prozente jetzt für mich, ich bin ja nicht so der Top-Angreifer, aber so viel Prozente, 84 ist schon ganz nett. Unser Ziel war natürlich nach den vielen Fails. Ihr seht das hier in den War Starts. Der Gegner hat jetzt schon mittlerweile 4 Einsterner, 2 Zweisterner. Wir haben 1 Dreisterner. Ich denke mal, das riecht ganz, ganz stark, dass wir den ersten Krieg hier gewinnen. Schon ein bisschen gefehlt und dementsprechend ist natürlich unser Motto erstmal stabile 2 Sterne. Lass uns das Ding hier nach Hause schaukeln und das werden wir auch machen. Vielen Dank nochmal an den Juli, an den Ei, Witness und an den Frankie für die Unterstützung hier. Wir haben nämlich so ein bisschen zu zweit, zu dritt diese Angriffe geplant. Auch für viele andere, die heute Abend im Discord waren. Und ich hoffe, ihr wollt noch ein bisschen mehr aus dieser Woche von der Liga hören und sehen. Ihr kriegt noch ein Video um die Ohren geballert. Ihr kriegt natürlich Livestream am Samstag und dann bekommt ihr auch was am Sonntag und am Montag. Mal sehen, am Montag der Stream weiß ich noch nicht, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. War halt mal ohne die Rathausflügel. Ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben coole Sachen gemacht, haben cool angegriffen und bis dahin habe ich was vergessen. Nein, euer Toto. Dankeschön. Clash.